Das kann eigentlich nicht sein, weil ich hier mit Headset am Start bin. Also eigentlich kann es nicht passieren. Und Ja, wir sehen die wunderbar. ersten Darts, die hier geworfen werden. Wo ist denn der? 93. Und Guter Döschinger Start, startet denke hier mal, auf direkt mal jeden mit einer Fall. 93 rein. Ladies and Gentlemen, es beginnt. Es ist Das angerichtet. Halbfinale ist eröffnet mit einer soliden 93. 93er Aufnahme. Und Irgendwer den irgendwer Caller. hat den Caller, glaube ich, nicht ausgestellt.41 von Lande zum Start. 40 von Lande. Ja, schauen wir mal, ob Döschinger auf jeden Fall mit starkem Start jetzt schon mal schauen, ob er das jetzt nochmal bestätigen kann. Wenn jetzt nochmal eine große Aufnahme kommt, würde das schon auf jeden Fall sehr viel Druck auf 25. Niklas Lande machen. Oh, da kam die Streuung Aber nach es sind links. nur 25 jetzt erstmal, genau. Muss übrigens schon mal sagen, also im direkten Boardvergleich hat auf jeden Fall Niklas Lande das Spiel schon mal gewonnen. Das Richtig. sieht nämlich Ja, massiv besser aus das als auf bei jeden Björn Fall. Döschinger. Also gerade wenn die 13 irgendwann mal zum Einsatz kommen soll, ich weiß Das nicht, wenn da 71 Rest hat oder so, muss er. oder 63, dann könnte das schon etwas Ja, ich kritisch glaube, der muss die werden. 13 auf jeden Fall so gut wie es geht meiden, weil die sieht 25. ziemlich unspielbar Ja. aus. Wieder 25, Björn Döschinger konnte Der die 25. 93 aus der ersten Aufnahme leider nicht bestätigen. Naja, und bei Lande wird das Wurfbild langsam, oder was heißt langsam, wird besser. Und wir sehen die 100. erste, genau, wir sehen die erste 100. Schöne Darts auf jeden Fall. Erste 100 plus im Spiel. Auch schönes Trefferbild. Und Dürschinger schlägt zurück mit einer 85. So, Lande wechselt runter. 59. 59 von Lande. 59. Das war eine Triple Ja, 7 im genau. zweiten Dart. 2,41 Rest bei Niklas Lande, Und 2,73 bei Björn Döschinger. Mal gucken, ob sich Döschinger schon in die Nähe eines Finishes bringen kann. So eher nicht. Ah, das war ein naja, guter aber letzter Schlag. Der 60. letzte 78. Der letzte war wichtig. 195 Rest. Aber 273 ist auch immer so ein Finish. Was man, oder ist auch immer so eine Zahl, wovon man sich jetzt hier nicht so tolle Das ist Finishes wohl stellen kann, wahr. beziehungsweise wo es generell Das schwieriger ist ist. wohl wahr. Mal gucken, wohin sich Niklas Lande bringen kann. Das sind wieder 100. 100. 100, der war tatsächlich hinter 60. Ich hätte ihn sogar in der Triple 1 vermutet. Macht auf jeden Fall hier schon mal ordentlich Druck. Im ersten Leg direkt mal einen 72er Average, zumindest bis jetzt. 45. 45 von Dürschinger. Lande hat also die Darts schon abgenommen. 141, mal gucken. Höchstes Finish, das wir in der Premier League gesehen haben, waren 158, auch von Niklas Lande. Die macht er aber nicht, aber kann sich trotzdem stellen. Nein, aber er wird sich jetzt ein schönes Finish stellen. 61 Rest. Auf die 19 lässt sich 42. 99. Okay. Warum würde der wohl auf die 19 gegangen Das sein? Einfach nur, um eine große Zahl vermutlich, zu ich glaube treffen? generell, das Einzige, also wenn man Niklas Lande einen einzigen Kritikpunkt zusprechen kann, ist, dass er manchmal ein bisschen zu wenig rechnet und sich deswegen dann 45. oftmals Finishes lässt, die teilweise nicht ganz so gut sind. Hat sich aber auch schon sehr gebessert. Ich meine, Ja. er ist jetzt seit gut 2 Jahren gleich im ÖDV dabei. Das war anfangs noch deutlich kritischer. Und mittlerweile hat sich das auf jeden Fall schon gebessert, aber manchmal eben dieses klassische bei ungeraden Zahlen einfach auf die 19 gehen und nicht mitrechnen. Check 34. erstmal nicht. Ja. Nee, das sind schon die ersten beiden verpassten Doppel. Dürschinger bei 105. Welchen Weg wird er einschlagen? Ich Über vermute, er würde die Single 20 Bull? Und dann anfangen. Tops vielleicht? Geht über Single Versucht's. Bull. Ist noch drin, der ist Und in der der 5, der ist Pin. aber auch in der 5, der zweite. Der ist der 5. Also kann er hier nicht checken. 29. Und Lande kommt wieder ran auf 8 Rest. Und Doppel 4. Der ist drin, glaube Und ich. der ist drin. Ja. Check erster Dart. Ja, check erster Dart und Gegner also die Lande Führung. holt sich hier direkt das Break. Und
haut im ersten Leg direkt mal einen 68er Average raus. 22 Darts gebraucht und man hat auch hier wieder gesehen, Niklas Lande hat 3 Darts zum Checken gebraucht und das ist generell auch das, was ihn in der ganzen Saison ein bisschen ausgezeichnet hat, dass er einfach der mit Abstand konstanteste Finisher von allen ist. Hat, glaube ich, kein einziges Spiel dabei gehabt, wo er wirklich eine schlechte Doppelquote hatte, sondern immer mindestens 15-20%, was für Amateurverhältnisse auf diese Dauer dieser Konstanz auf jeden Fall sehr gut ist, würde ich sagen. Meine Fresse. Und wir sehen schon die erste Frustration hier bei Björn Dürschinger, der die in Anführungszeichen schwache 7 und kann. Aber ich bin mir sicher, dass wir heute mehrere von solchen Frustrationen erleben werden. Ja. Ich muss auch sagen, Niklas Lande hat auch über die gesamte Saison gesehen eine Doppelquote von 25% gespielt. Also das, was du auch richtig, eben schon genau erwähnt hattest. Also richtig, richtig gut. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Bei Björn Dürschinger stünden da in Anführungszeichen nur knapp 18%. Was natürlich auch nicht 140 von Niklas Lande. Und wir sehen die erste 140 von Niklas Lande. Niklas Lande gerade. Der will in diesem Leg gar nichts anfangen. Also bisher ist das eine, kommt Björn Dürschinger nicht so ganz mit, noch keine einzigen Score über 100 geworfen. 69 jetzt mal. Aber das reicht natürlich nicht, um mit 140 mitzuhalten. Nee. Und man sieht das auch, Lande hält sein Average aus dem ersten Leg, beziehungsweise kann ihn sogar noch richtig etwas steigern. Dürschingers Average ist jetzt leider etwas runtergegangen. Auf das ist die erste 50. 100 von Björn Dürschinger jetzt allerdings. Ah, nee, von Lande, nee, Entschuldigung. Die kam von Lande. Alles gut. Ich war da fast 200 Punkte vorne in diesem Leg. Ja. Björn Dürschinger kann dann nicht ganz mithalten. 50. Push dich durch, haben wir hier im Chat. Nee, jawohl. Shockwave 7 ist am Start hier. Nice. So 154 von Lande. Fängt kann er noch 20 nicht an checken, aber Dürschinger ist so weit weg. Ja, das sollten problemlos 9 bis 12 Darts werden. 44. Für Niklas Lande jetzt. Ja. Davon gehe ich auch ganz fest aus. Ja, Björn Dürschinger ist sehr unzufrieden mit seinem Spiel. Ich werde jetzt mal anfangen, die Frustrationsmomente aufzuzeichnen und dann am Ende des Tages werden wir mal eine Statistik veröffentlichen, wer wie oft geflucht hat. Das halte ich für eine sehr gute Idee. 40. 40 von Lande, okay, jetzt im Schneckentempo etwas im Finishbereich aus seiner Sicht. Dennoch allerdings, er hat auch einfach genug Zeit. Vielleicht fehlt ihm da auch so ein bisschen der Druck gerade, um das jetzt wirklich wegzumachen, das weiß man ja nicht. Oh, David Kunzelmanzer hier ist auch am Start. Ülfels Nummer 724 oder sowas in der Richtung. Schön, dass du dabei bist, David. Der Durchfall ist ja auch mit dabei. So muss das sein. So, Lande, 70 Rest. Jetzt macht er 17, 18, nee, okay. 38. Lässt sich seine Doppel 16, sein Lieblingsdoppel. Und wird. Er geht nicht aufs Pull, sondern sieht, dass Dürschinger nicht im Finish-Bereich ist und stellt daher um auf seine favorisierte Doppel-16. Genau. Ich muss mich übrigens entschuldigen dafür, dass die Bilder hier sich teilweise immer wieder verzerren. Ich weiß auch nicht, woher das kommt, aber das löst sich auch relativ schnell wieder. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm für unsere Zuschauer. Und direkt im ersten Start gecheckt hier das Lande. The Talking Gibt es eine Software für die Frage? Gibt es eine Software für die Darts? Nee, das ist keine Software. Wir lassen es einfach über leadarts.org laufen, das Spiel. Das ist eine Internetseite, wo die Spieler online gegeneinander spielen können. Und wenn man da im Spiel ist und auf das Stream. Mein. genau. 4. auf Stream Overlay geht, dann haben wir eben genau diese Anzeige. Die kann man dann zuschneiden und unten anzeigen lassen. Ülfels ehemalige Nummer 1, David Kunzelmann, ja. Niemand weiß wieso, aber es war tatsächlich mal der Fall. 60. Ja. Shots fired. Nein, Spaß, David, alles cool. David Kunzelmann auch damals in der Premier League, in der letzten Premier League gespielt hat, 2015, die damals übrigens meine Wenigkeit gewonnen hat, nur um nochmal das ganz kurz zu erwähnen. Grüße gehen dabei raus an Jonas Kunzelmann. Hat David Kunzelmann sein einziges Spiel gegen mich gewonnen. Er war damals also der Premier League-Sieger-Besieger.
Um hier mal kurz ein bisschen die Trivia-Facts zu droppen. Also natürlich oh absolut yeah. vergessen. Aber wir. Aus welcher Saison? Das war im Jahr 2015 damals. Also vor 5 Jahren mittlerweile. Ja. Lang, langes Jahr. Okay, wir haben Nummer 5. Ich glaube ganz ehrlich, ich habe zu wenig Papier hier, um mir alle Flucher. Oh, Lukas Max fragt, gibt es später eine Q&A-Session? Selbstverständlich, es gibt nach dem Spiel natürlich diverse Interviews mit den ganzen Spielern. Und da dürft natürlich der Chat auch immer sehr gerne Fragen stellen, die wir dann weitergeben werden. So, konzentrieren wir uns mal ein bisschen aufs Spiel. Niklas Lande wieder relativ dominant in diesem Leg. Ja. Auch im Average fast um 20 Punkte vorne. Also das ist eine ganz eindeutige Kiste bisher. Mal gucken, ob auch das auf die so Doppelquote 50%. Ja. Also das ist Björn Duschinger hat währenddessen noch keinen einzigen Dart auf Doppel geworfen. Also das ist bisher eine deutliche Kiste. Mal gucken, das Spiel ist noch lang. Legenden besagen, dass wenn man keine Darts aufs Doppel wirft, man sich nicht seine Doppelquote kaputt machen kann. Das ist in der Zwischenzeit gönnt sich Lande mal eine 140. Auch, also ja. Absolut starkes Leck hier auf jeden Fall. Das ist übrigens auch eine der Statistiken, die Niklas Lande völlig dominiert hat in der Saison. Also bei den 100-Plus-Scores, da war es nicht ganz so deutlich. Oh, der nächste Rage-Moment. Niklas Sande, 99 100-Plus-Scores gehabt. Da waren andere in der Nähe, zum Beispiel Sven Haber kam mit 92 100-Plus-Scores. Aber die Kategorie, wo Niklas Sande komplett dominiert hat, waren die 140er-Scores. Er hat 38 über die ganze Saison geworfen. 58. Und der zweite Platz hatte gerade mal 24 in der Saison. Also das war wirklich ein sehr dominant vom Landvogt. Ja. So, wir schauen uns mal an. 95. Niklas Sande wieder weit vorne, wieder im Finish 124. Mal gucken, was er machen wird. Gucken. Wird er draufgehen, wenn die 60 drin ist? Ich kann es mir nicht vorstellen. Er hat gerade sich bei Bullseye schon eher auf die Doppel 16 gestellt und der ist, glaube ich, ist bisher drin? Eher noch. Nee, geht auf die 18, nein, trifft er auch 18. nicht. Wieder auf die 20. Und, 58 geworfen. Geht zurück auf die 66 Rest. Hättest du dich im Zweifelsfall Doppel 13 gelassen? Ja, auch wieder eins der Fälle, das ich vorhin angesprochen habe, das Rechnen bei Niklas Lande ist manchmal so ein bisschen die Sache, die man ihm kritisieren 34. kann. Die ist aber auch die einzige halt. Deswegen ist er da. Aber das Problem ist, solange er checkt, hat er halt recht mit dem, was er macht. Ja. So. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Phil Taylor tatsächlich. Tatsächlich, ja. Seine, so, Doppel seine 18 Gegner jetzt erstmal. Hat. Verpasst Niklas Lande. Ja, das ist tatsächlich. Niklas der Lande. Power hat das ja früher auch immer gemacht. Der hat sich auch immer Bogey-Zahlen gelassen und dann nicht gerechnet, ja. Weil es ihm einfach egal sein konnte, was seine Gegner ganz genau. komplett weit weg waren. Und ein ähnliches, einen ähnlichen Effekt sehen wir hier auch. Das ist dann Rage Nummer 8. Niklas Lande, aka der Phil Taylor des UDV. Apropos Bogey-Zahlen, da ist zum Beispiel Duschinger gerade rausgekommen. Doppel 9 als Single 9 getroffen. Und jetzt die Doppel 4 für Niklas Lande zum 3-0. Schon getroffen. Diesmal nicht. Und jetzt ist es wichtig, dass Duschinger nur bei 163 steht. Kein Finish. Das heißt, Lande kommt auf jeden Fall nochmal ran. Ey, das ist doch nicht normal, ey. 26. Björn Duschinger ganz extrem unzufrieden mit seinen Spielen. Björn Duschinger, ja. So, Lande für Doppel 4. Das ist ein guter Marker. Doppel 2. Und der ist knapp an der Inter- nicht ja. drin. Oh, nicht drin. Der hält sich ins Madhouse, Doppel 1. Genau, Lande im Madhouse und Dürschinger 137. Das wäre wär's jetzt. Mal ein Knaller. Triple 19 im ersten? Nee, das sind jetzt Single 19. Glaube ich nicht drin. Ja. 118 bis 113. Unter 100 kommen wir jetzt wichtig. Schafft er nicht 108? Ja, 29. Das ist nicht wirklich Druck, den er hier aufbaut. Niklas Lande 2 Rest. Kann natürlich aber alles. Triple 1 ist, kann ist tricky. Alles passieren bei 2 Reste, ja, da weiß man nie. Mal schauen. Den setzt er drüber. Nochmal drüber. Setzt sich die Marker hier? Nee. 3 verpasst. 108 für Björn Duschinger jetzt. Duschinger. Und der kann sowas auschecken. Definitiv. Sein bisher höchstes Finish war eine 102. Hat aber, glaube ich, auch nur 100 plus Finish im Laufe der Saison gehabt, glaube ich. 107 Rest, ja. Triple 19, nee, wieder nicht. Ey. 104 Rest. Lässt sich 84. 24. Junge, Junge, Junge. Und die nächsten 3 Versuche für Niklas Lande jetzt. 3 frische für Niklas Lande. 2 nach Shorty. Doppel 1.
Nee! Und den zieht er in die 20 rüber und der Frust dort kommt hinterher. Das wäre ein ganz extremer Big Point jetzt für Björn Döschinger. 84 ja, Rest. Das wäre wichtig. Gegen den Anwurf. Ja. Nee, mit dem Anwurf ist das. Nee, das ist sein Leck, ne? Ja. Um hier sein Leck zu halten. Lässt sich da auch ein bisschen Zeit mit dem Wurf, konzentriert sich nochmal. Wohin geht er? Single 5 ist ein schlechter Weg. Nee. Und kann's jetzt hat er zum Beispiel nicht die Möglichkeit, mit Triple 13 auf Tops zu gehen, weil Triple 13, das ist so ein bisschen eine Todeszone. Lässt sich aber 40 Rest. Das heißt, Niklas Handel sollte jetzt langsam das auschecken, sonst ist Björn Döschinger. Ja, jetzt muss er. Vielleicht da. Oh, der zweite ist ein guter Marker. Und der ist drin. Und der letzte? Der ist drin. Ja. 3-0. Ah, ist das... Das ist bitter für Björn Döschinger, aber der genau richtige Moment für Niklas Lande natürlich. Ja. Gib Döschinger da nochmal ein bisschen einen mit, wo du über erst nachdenken kann. Und Lande führt mit 3-0. Kann den Leckverlust abwenden auf jeden Fall. Doppelquote steht jetzt nur noch in Anführungszeichen bei 17,6%. 98. Aber ich bin mir sicher, dass das dann auch im Verlauf des Matches wieder nach oben geht. Aber Döschinger leider immer noch ohne Wurf auf ein Doppel. Tatsächlich, ja. 27. Das ist wieder ein schwacher Start. Der nächste Rage-Moment von Björn Döschinger. Wir haben uns vor dem Match noch darüber unterhalten, wie Niklas Lande mit dem Druck umgehen wird. Ich muss mittlerweile die Frage stellen, wie geht Björn Döschinger mit dem Druck um? Richtig, also Niklas Lande, gut, aber man muss auch sagen, Lande gerade bei einem 57 Average, das ist 60. Auch deutlich unter seinem Turnier-Average jetzt. Also auch er noch nicht ganz so vielleicht dabei. Aber wir haben auch erst drei Legs gespielt. Wahrscheinlich an den Doppeln, ja. Doppel richtig. Im dritten Leg. Wir müssen abfangen. Ansonsten, wenn man sich zum Beispiel mal seinen First Nine Average anschaut, dann steht er halt bei 71. Ja, das ist ungefähr das, was er auch im Turnierverlauf gespielt hat. Da war der First Nine Average bei 72,07, auch mit Abstand der Bestwert der kompletten Liga. Ja. Wenn man das mal vergleichend gegenüberstellt mit dem First Nine Average von Dürchinger, der steht bei einer knappen 40. Das sind 30 Punkte dazwischen. Ja. Das sind wirklich Welten. Ja. Und wenn das so weitergeht, dann wird das Ding wahrscheinlich sogar zu Null ausgehen, was wir natürlich nicht hoffen. Ich kritisiere dich zwar sehr ungern, nur Timon, aber hast du dich gerade verguckt, weil Björn Döschingers First Nine Average lag bei 58,82. Also ungefähr 10 bis 15 Punkte schlechter. Also bei mir wird bei. Ach, beim jetzigen Spiel meinst du? Ja, Entschuldigung, ich war beim Saisonverlauf. Ja. Das tut mir leid. Achso, nee, ich war beim jetzigen Spiel. 27. Aber auf die Statistik können wir natürlich auch nochmal schauen. First Nine Average von Döschinger, richtig, wie du gesagt hast, bei knapp 59. Also er findet hier leider, was das angeht, überhaupt nicht zu seiner Form. Nee, also gerade 40. Ich meine... Dann hat er auch sehr, sehr viele Ausrutscher nach links in die 5. Genau, also Björn Döschinger, sein Problem ist gerade auf jeden Fall das Scoring. Über die Doppel können wir noch nichts sagen, weil er hatte, wie gesagt, noch keinen Wurf. Und eigentlich ist Björn Döschinger, wenn es bei ihm schlecht läuft, dann normalerweise, weil er auf die Doppel bisschen mehr verpasst. Scoring ist ja 43. Eigentlich... Sehr konstanter Spieler, aber bisher läuft es leider noch gar nicht. Mal gucken, ob er das noch wenden kann. Ich meine, noch ist wie gesagt Zeit im Match, ist noch nichts entschieden natürlich. Ja, aber langsam müsste er wirklich mal damit anfangen. Oder Niklas Lande müsste mal anfangen nachzulassen. Das vor allem wahrscheinlich auch, ja. Also Lande wieder über 100 also, Punkte vorne gerade. Wir brauchen den Mix aus beiden. Ja. Ich meine, Lande hat gerade schon mal mit den Doppeln im dritten Leck damit angefangen. Aber solange Döschinger das halt nicht nutzen kann, wird das halt nichts. Richtig, richtig. So, Döschinger lässt sich Döschinger Zeit. Lässt sich gerade Zeit. Wie ist das eigentlich mit Dartwechseln? Wie meinst du genau? Ja, wie oft darf man bei uns eigentlich die Darts im das im ist eigentlich unbegrenzt. Also ich weiß nicht, wie jetzt die offiziellen ÜDV-Regeln sind, dann müssten wir später nochmal den Jonas fragen oder vielleicht kannst du in den Chat schreiben, falls es dazu tatsächlich genaue Regeln geben sollte. Aber soweit ich weiß, also wenn ich mir da manche Kandidaten von uns anschaue, wie der Weber ist ja immer ein ganz klassisches Beispiel, der wechselt über ein Best-of-Five-Match dann gut und gerne auch mal 17 Mal die Darts ungefähr. Also ich glaube nicht, dass es da offizielle Regeln dazu gibt. Macht dann einen auf Peter Ryan genau. Noch extremer. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob Björn Döschinger überhaupt großartig viele Sets an Darts hat. Ich glaube, er ist eher so der Teamspieler, der sein eines Set immer spielt, egal wie es gerade läuft. Wir stehen bei Rages bei Björn Döschinger mittlerweile übrigens bei 15. Oh, okay, so okay. Das sind. Nur so for the record, aber da habe ich wahrscheinlich noch 5 irgendwie überhört. Gut möglich.
Sandl steht bei 111 ganz auf genau. jeden Fall. Jetzt gucken wir mal Triple genau in die 17, der dürfte drin sein. Doppel 20? Echt? Ist der ah, nee. War nicht drin, Entschuldigung. Nee, das habe ich falsch gesehen. 55. Und will dann Triple 18 für Doppel 10 spielen. Lässt sich hier 56 Rest. Okay, wir haben im Chat Jonas Kunzelmann schreibt unbegrenzt. Das dachte ich mir schon. Und Chess guckt 23,06. Ich würde mal ganz stark darauf tippen, dass das der Herr Julian Weber ist. Oh, schreibt, ja, habt ihr nicht gerade Unrecht? Wir haben hier den Rubblemaker auf jeden Fall auch schon im Chat. Grüße gehen auch raus an den Handelfightern Fabian Schreiner, der auch dabei ist, wie ich gerade sehe. Auch bei der Premier League dabei gewesen, auf Platz 6 leider nur beendet. 16. Und Estipiane ist auch mit am Start hier. So, mal gucken. Lander hat jetzt gerade 2 auf Tops richtig verpasst. Dürschinger stellt sich 40. Wieder. Nein, das gibt's doch nicht. So, das ist dann Rage Nummer 16. So, 3 Darts auf Tops für Niklas Lande. Ja, 3 frische. Der und erste gleich schon völlig souverän. Check, lässt Björn Dürschinger in dem Leck mal wieder keine Chance. Nee. Aber jetzt Leck 5 mit Anruf Dürschinger. Und Lande macht eine Punktlandung. Was für ein schlechtes Wortspiel. Auf eine Doppelquote von 20%. Kostet zu null ein Kasten? Frage von Lukas May 26. Also ist, ich glaube. Darüber könnte man auf jeden Fall nachdenken. Man könnte darüber nachdenken, ja. Aber ich glaube, wenn wir das bei Duschinger jetzt sagen, würde er damit vermutlich nicht so ganz einverstanden sein. Björn, der Zilter Duschinger. Ja, die beiden haben einen Nickname, aber der Björn... Warte mal, Julian, war das gerade ein Robin? War das ein Robin? Ich habe leider gerade auf den Chat geschaut. Tut mir sehr leid, aber... Ich glaube, also, 40. Ich habe es tatsächlich nicht ganz gesehen, aber ich glaube, wir haben gerade einen Robin Hood gesehen von Niklas Lande. Weil es war eine 40 und ich... Tatsächlich, ja, ich sehe es im Stream gerade nochmal. Der erste Robin Hood der ÖDV-Stream-Geschichte, vielleicht, ich weiß es nicht. Ja. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall der erste heute. Genau. Und ich weiß nicht, der erste der Saison. Gibt es darüber Statistiken? Statistiken gibt es keine, aber ich hatte mindestens einen, kann ich dazu sagen. Also die erste Saison auf keinen Fall. Okay. So, ganz kurz, um nochmal im Chat zu gehen. Strebelinus Niklas Lande einfach besser. Ja, das kann man gerade nicht abstreiten. 14 Punkte Unterschied im Average. 19 Punkte Unterschied im First Nine Average. Björn Dürschinger immer noch kein Dart auf Doppel. Also das ist bisher sehr deutlich. Dann wieder von 30 Punkte vorne, ne? Genau. Was habe ich gesagt? Ja. 19. Oh ja, nee, 30 Punkte, 29 sind es genau. Ja, Mathematik ja. War noch nie meine Stärke. Ja, meine auch nicht. Genau, und dann noch Shockgrave 7 wieder. Haben die beiden eigentlich einen Nickname? Björn, der Tilter Dürschinger. Wäre eine Idee auf jeden Fall. Können wir mal anfragen, ob wir das ändern lassen. Nee, Björn ist der Bambus-Björn. Angelehnt, glaube ich, an irgendeinen isländischen Namen für Panda-Bär oder sowas in der Richtung war das. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie das entstanden ist. Und Niklas Lande und der Chess-Cook ist der Landvogt. Auch gerade, das sind die aktuellen Wettquoten. Weiß ich nicht. Da würde ich mal an unseren Zuschauer Estipiane verweisen. Der kennt sich da sehr gut aus, vor allem was Frauendart angeht. Gut, das haben wir jetzt hier heute nicht mit dabei, aber der kann da auf jeden Fall. 1,00001 versus 422. Alles klar, okay. Die legendäre 422 darf natürlich auch nicht fehlen. Auf jeden Fall schon mal Props an unseren Chat hier, der auf jeden ja, Fall auf hier jeden gut Fall, mitmacht. Ja. Wir viele Zuschauer haben wir sind gerade bei 16 Zuschauern, ein bisschen verloren. Ich verstehe natürlich nicht, warum bei dieser fabelhaften Unterhaltung, die hier garantiert ist. Ja, also der Chat macht es auf jeden Fall nochmal besser. Definitiv. Also Props an euch. GG an den und Chat. Lande stellt sich immer ganz nebenbei 164. 10er auf Bambus. Sven 8297. Also Respekt. Also du hast die Wettquote von Shockwave, das sind dann 4.220 Euro fällig, wenn das jetzt noch wird. Ich tippe mal ganz stark darauf, dass das Sven Haber kam, ist deswegen auch mal kurz Grüße an den Tabellenletzten der diesjährigen Premier League. Ja, der hatte leider sehr viel Pech da. 68. Lande stellt sich unter 100, gut gemacht von ihm. Und Shockwave hier mit der nächsten Welle, 10er auf dem 9er von Lande. Davon würde ich mal abraten, 96. Weil im Vorfeld mein verehrter Co-Kommentator gedroppt hat, dass er den nur noch raushauen will. heute. Stimmt natürlich, ja. So, wir konzentrieren uns ganz kurz mal zur Abwechslung aufs Spiel vielleicht, weil wir sind gerade beide im Finish-Bereich. Ja, Doppel 18. Doppel 16 für Niklas Lande. Oh, der ist drin. Starkes Finish. 96er Finish. Ganz stark.
Starkes Finish Das hier von Niklas würde ich Gatter. jetzt vielleicht nicht mal sogar mal so weit aus dem Fenster sehen, dass das die Entscheidung gewesen sein könnte. Ja, davon gehe ich 5 zu 0. mittlerweile leider Niklas auch Lande wirft aus. jetzt auch noch an. Also das soll es gewesen sein. Jürgensen immer noch kein Dart aufs Ja. Doppel gehabt in diesem Match. Jesko 23.06, dann hoffe ich mal, dass das Wettbüro noch offen hat. 77. Hashtag alles auf Bambus, Hashtag let's go Bambus. So, okay, da ist jemand Wir optimistisch. haben hier die erste All-In-Wette. Also damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. 30, ey, was ist das? Legenden besagen, dass es Leute gibt, die mal All-In von Gerben gewettet haben. Was dann leider nicht ganz gegangen ist. Jeweilig, da kann sich der Chat auf jeden Fall gerne nochmal dazu äußern. Weil ich weiß, dass derjenige hier ist. 100. Und eine 100 für 600. Niklas Niklas Lande. Hanne steht jetzt bei 500 plus und 240 plus und Björn Döschinger immer noch keinen einzigen Tonscore. 28. Es ist mittlerweile leider schon am Rande der Ja. Deklassierung. Niklas Lande übrigens mit den 500 plus und 5 Flex ist auch eine Sache, die sehr gut auf die Saisonstatistik passt. Da hat nämlich 99 100 plus in 100 gespielten Legs tatsächlich geworfen. 60. Also wirklich quasi eine pro Leg. 140, 180 dabei rausgelassen. Wir können doch, wenn wir gerade dabei sind, noch ein bisschen auf die Statistiken schauen, Timon. Ja, Gerade auf über jeden Fall. Dienungsbilder. Zum Beispiel Niklas Lande, wie gesagt, steht gerade im 28, Halbfinale. ey, das Und ich habe ist hier stehen, nicht. von seinen letzten 13 ÜDV-Halbfinals hat Niklas Lande 12 gewonnen. Also der ist Das unheimlich ist. konstant. Das hat hier schon KNF-Charakter. Schon, ich habe ja nur den Chat gelesen. Fischer-Konzert. Ich sehe es auch gerade. Okay. Helene 41. Fischer-Konzert, aber wir haben Helene Fischer meiner Meinung nach nicht organisiert. Also das muss dann von Sven Haverkamp ad hoc übernommen Genau, Cheerleader werden, und T-Shirt-Kanone. glaube ich. Cheerleader und Ja. T-Shirt-Kanone wird hier von Cesco vorgeschlagen. Ja, hast du da welche am Start? Weil bei mir sind die auf jeden Fall nicht. Aber ja, jetzt kommen wir auf jeden Fall Lukas Max interessante will eine Probleme. KissCam, Kisscam. oh, auch die haben wir auch leider nicht Hinsichtlich im der Tatsache, Sender. dass wir alle in getrennten Räumen und Häuslichkeiten sind. Nee, Häuslichkeiten, 85, ja. Räumlichkeiten heißt das Wort. Häuschen und Räumlichkeiten, so rum. Ist es leider nur schwer Ja, möglich. beides hast du. Dankeschön. Also leider keine KissCam in der Pause. Nee, das leider nicht, weil 66. wir haben ja das Motto bei der Home Premier League 2020, Hashtag We Stay Home. Also die Abstandsregeln werden hier auf jeden Ganz Fall genau. eingehalten. Währenddessen, Und Lande hat momentan genau, 38 unheimlich Stress. deutliches Leck, schon wieder Lande fast 200 Punkte vorne. Ah, leider in die Triple 1 abgerutscht. Aber auch hier spielt es leider 42. keine Rolle aus Sicht von Björn Döschinger. 96 Rest. Oh, ich glaube, die kann Lande, oder? Kann 96 er habe die? ich gehört, soll er Ey, können, ja. Junge, du beschissenes Okay, Scheißteil. Rage die Nummer Rages werden 20. intensiver auch von Björn Döschinger. Mehr und intensiver. Okay, die Intensität habe ich jetzt nicht gemessen. Hast du keinen Rageometer bei dir stehen? Sie Triple Nee, 1 von leider Niklas nicht. Da Lande. müsste man. Schauen kurz Ist die drauf, Triple Triple 19 jetzt? 19. Nee, geht Triple um die 18. 17. Okay, über die 17, Da wären wir wieder bei den okay. Rechenproblemen. Vielleicht ist er auch abgerutscht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. 80. Lässt sich 16. Na gut, gut gestellt auf jeden Fall am Doppel Ende. 8. Ja, also, ja, man kann überhaupt nicht meckern. Das heißt, er muss so schön, 60. wer checkt, hat Ja. recht. Mal hier Und die ganz ehrlich, Lande Phrasen ist immer raushauen. noch 200 Punkte Gruppe vorne. Er kann Phrasen. sich's leisten, seltsame Wege zu gehen, weil er führt 5 zu 0. Er ist weit vorne, wie gesagt. Au, überwirft sich. Oh, und Kein überworfen. Score. Ah, das ist natürlich unglücklich. Rutscht dem in die Doppel 16 runter. So, Döschinger Vielleicht können wir die 219. Gelegenheit schon mal nutzen, um uns schon mal so ein bisschen auf das zweite Ey, Halbfinale so auch eine einzustimmen. Kacke, ja. Weiß nicht, Julian? Ja, gerne, immer. Das zweite Zwei Halbfinale, Halbfinale Schulze versus verspricht auf Rehbank. jeden Fall ein Knüller zu Ich hoffe werden. es. Naja, gut, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn es auch so ein deutliches Spiel wird, aber Niklas Sande macht wenigstens eine 6-0 hier, glaube ich. Check Genau. zweimal. Ja, Doppel-8 ist drin. Nee, zweites Halbfinale Schulze gegen Weber. Natürlich von den Spielen und potenziellen Spielen, die heute stattfinden können, wahrscheinlich das traditionsreichste beim ÜDV. Dadurch, dass es Oh die beiden ja. Spieler sind, die auch am längsten von den vier Playoff-Teilnehmern dabei sind. Ja, bleibt abzuwarten, wie das wird.
Wir können auch mal kurz auf ein paar Statistiken dazu schauen. Julian Weber hat in seiner ÜDV-Karriere noch keinen einzigen Major-Titel geholt. Also mal gucken, ob da heute dann der Erste kommen kann. Aber was man Julian Weber auf jeden Fall zugute halten muss, er ist neben Niklas Lande der einzige Spieler, der Julian Schulze, also beziehungsweise mir, in der ganzen Saison Punkte, Punkte abnehmen konnte mit dem Unentschieden am letzten Spieltag. Und was ich vor allem interessant finde, von seinen letzten 13 Spielen gegen Top-4-Spieler hat Julian Weber 6 gewonnen, also fast die Hälfte. Also ist so ein bisschen der Favoritenschreck vielleicht. Junge, ja. Junge. Soll ich jetzt für jedes Junge hier einen Strich machen? Weil dann ist meine Seite, glaube ich, alle. Ich würde sagen, das zählt als eine. Ja, würde ich auch so. 140. 140 hier von. Janne fragt, was die Averages sagen. Björn Döschinger, Niklas Lande nach 140 jetzt bei 60,19. Björn Döschinger hängt auf 45,1. First. 97. Und dann noch größere Unterschied, die First 9 Averages: 72,5 bei Niklas Lande und nur 39,85 bei Björn Döschinger. Okay, bei mir steht dann eine 42. Jetzt, ja, jetzt durch die 97 7. wahrscheinlich. Okay, stimmt, okay. 100. Nächste 100 von Lande. Auf jeden Fall. Sinn. Ja, aber die Gesamtbilanz spricht ja für dich, Julian. Vielleicht wird das zweite Finale. Ich glaube, wenn das so weitergeht, wird uns der Stream ja noch entmonetarisiert. Also nicht, dass wir hier irgendwie was ja, annehmen würden. Und die zahlreichen Einnahmen gehen verloren. Hoffentlich ist Bambus Björns 11 überhaupt noch zweistellig. Ja, ist knapp. 99. Knapp. Nächste 99. Close. Niklas Lande. 99 von Lande. Also der marschiert Dominant. Hier weiter in dem Leg. Spielt in dem Leg einen 91er Average und das könnte noch mehr sein, wenn er die erste Aufnahme. Mit der so 24 angefangen, genau. 41. No front. Ich sehe hier im Chat sehr viele Insider. Ich denke es mir schon, ja. Ich anfangen können, leider. Ja, ich habe gehört, in Aachen gibt es ja sehr tolle Daten. So, wir gucken kurz auf Niklas Lande, der ist aber, glaube ich, nur einer drin von den beiden Darts. Aber lässt sich 40 Rest, wenn ich das richtig sehe. Ganz 98. Genau. Der ist schon wieder Aufnahme hier. So, Durchschnitt mit einem Triple zumindest jetzt. 78 dürfen das sein. 78. Ganz genau. Reicht aber nicht fürs Finish. Wie hieß das gleich? Ich meine, 26 war Bed and Breakfast, aber 78 hatte, glaube ich, auch eine Runde. Das weiß ich gar nicht. Ich nenne es immer Triple Chips, aber sonst. Und landet zum 7:0. Und es scheint tatsächlich in Richtung eines Whitewashes zu gehen gerade. Die Frage gebe ich mal weiter an den Chat, an den Herrn Chesco, Troublemaker, was auch immer. Der hier gleich schreibt, Hashtag Comeback Time, Mr. Chesscook, hattest du mir das nicht mal gesagt, dass es für 78 auch noch einen Namen gibt oder verwechsel ich das gerade mit 71. irgendwas? Auf jeden Fall da mal bitte kurzes React drauf geben. Und wir kommen dem Whitewash leider immer näher und 57. das erste Halbfinale könnte schneller vorbei sein als uns. Aber wenn wir ganz kurz ich überlege leider, ob wir beim ÖDV schon mal irgendeine ganz, ganz große Aufholjagd gesehen haben. Mir fällt aber leider keine ein. Also gerade an Jonas und David, falls ihr noch da sein sollte, falls euch da irgendwas 84. Vergleichbares einfällt, was eine Aufholjagd angeht, gerne mal reinschreiben. Aber das Einzige, was in die Richtung geht, was mir einfällt, war damals im Premier League Halbfinale 2014, glaube ich. Die Videos 82. sind übrigens auch noch auf YouTube zu sehen. Das war damals auch von mir gegen den Weber das Halbfinale. Und ich meine, da ging es auch bis 8. Und ich habe, glaube ich, mit 7-1 geführt. Und Weber kam nochmal auf 7-6 oder sowas sogar ran. Das wäre jetzt das Einzige, was bis in die Richtung geht, was mir einfallen würde. Aber es sieht aktuell nicht danach aus, als würde der Döschinger hier nochmal was reißen können. Leider nicht. Das Comeback der Saison auf jeden Fall, denke ich mal, und dass ich mich da jetzt allzu stark loben will, war wahrscheinlich mein Spiel gegen Sven Haberkamp, wo ich... Oh, erste 100 plus, ganz kurz, erste 100 plus von Björn Döschinger gerade. Döschinger greift hier auf jeden Fall nochmal an. Er hat noch nicht aufgegeben anscheinend. Hat jetzt hier 54 Punkte Vorsprung und das ist auch nicht sein Leg. Ganz kurz, du hast eine Antwort bekommen von Chesscook 3206, also Triple 20, Triple 5, Triple 1 ist anscheinend das Champagne Breakfast. Ja, ich wusste doch, dass es da irgendeinen Begriff für gab. Habe ich tatsächlich noch nie gehört davor, muss ich sagen.
Oh, und Döschinger rutscht hier doppelt 3 auf. Auwei. 18. 18, ui. Da Jonas hätte ich auf jeden Fall mehr kommen müssen. Ganz kurz nochmal eine Antwort. Jonas hat mal irgendwie 5-1 geführt in dem Match und dann kam das. Ah ja, hier genau, Masters-Finale. Haber kam 6-5 Kunzelmann nach 5-1 für Jonas Kunzelmann. Ah, okay, ja, stimmt, da war mal was. Aber ich habe, glaube ich, nicht dabei damals. 60. Aber das habe ich gehört, tatsächlich, ja. Also zumindest eine vergleichbare Sache mit einem großen Comeback, die wir haben. Ja. Wie gesagt, ansonsten hätten wir nur noch mein Comeback gegen Sven Haberkamp. Genau, das war auch, wie stand es, 5-1 auch? Es stand 5-1 für ihn und dann irgendwie habe ich das Ding komplett rumgedreht zu und haben am Ende sogar noch mit 7-5 ja. gewonnen. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Auf jeden Fall hier Grüße gehen raus an Sven Haberkamp an der Stelle. So, wir sind jetzt wieder bei Saison leider sehr viele Doppel da ausgelassen hat. Wir sind übrigens wieder bei 20 Zuschauern, deswegen kurz willkommen alle, die jetzt neu mit dazugekommen sind. Wir stehen bei 7-0 für Niklas Land im ersten Halbfinale und es sieht ein bisschen danach aus, als würde das ein Whitewash werden können. Döschinger lässt sich 161. Ja, Döschinger hat das, finde ich, Lande nicht. Lande lässt sich aber 130 jetzt erstmal gucken, was Döschinger machen kann. Also Döschinger ist ja auf jeden Fall noch am Start und will natürlich den Whitewash. Problematischerweise ist leider das erste Leck, wo er jetzt wirklich halbwegs mithalten kann. Mal gucken, was er jetzt macht. Das sind 40 Punkte. 55, lässt sich 106. 55. Uli 1981, moin. Ist auch mit am Start. Moinsen und Servus. So, Lande 130 zum Match. Hat er die drauf? Drauf hat er sie auf jeden Fall. 60? Schafft er aber leider nicht. Das tut, glaube ich. 90 Rest, Triple 18 oder Bull geht auf Triple 18. 52. Mal gucken. Das wäre jetzt natürlich nochmal ein Big Point für Björn Döschling. Also wenn noch irgendwas kommen sollte. Nee. Wow, da ist er euch ganz ordentlich abgerutscht. Oh ja, unlucky auf jeden Fall. Und lande jetzt mit 72 zum Match. Mal gucken, worüber geht, über die 16, ich glaube eher über die 20 wahrscheinlich, wie ich ihn kenne. 12 würde auch noch funktionieren. Nee, geht über die 16. Nochmal 16 für Tops, Tops zum Match. Tops vor dem Match. Nee. Schaff's noch daneben. Nicht. 52. Und Dürschinger könnte jetzt seinen ersten Dart aufs Doppel kriegen, vielleicht auch zwei. 78 okay, geht Rest. Geht ganz selbst über die 18. Erster Dart auf Doppel, Doppel 20. Nee, oh. Da hat unlucky auf jeden gar nicht Fall. Viel gefehlt. Ja, und jetzt schade. Macht's Lande wahrscheinlich zu. Doppel 10 soll immer mal ein paar Schwierigkeiten haben, habe ich gehört. Also jetzt nicht bei ihm, sondern generell. Ja. Der ist, glaube ich, aber das ist ein guter Marker. Der müsste drin sein. Check. Ja, 8-0 für Niklas Lande am Ende. Whitewash. Match 8-0, das Endresultat. Ja. Und wir sehen im Chat hier nochmal so ganz nebenbei die Webo. Machen sich hier auf jeden Fall ready, gleich für das zweite Game gegen Mr. Schulze. Also die Fanbase ist ja auch mit am Start, auch nach all den Jahren noch. Weber ist immer Favorit hier von Esti Bjarne. Ja, schauen wir mal. So, okay, Timo, lass uns doch noch ganz kurz auf die Statistiken zum Spiel gucken. Ja, nicht einmal. Wir haben Averages. Niklas Lande 61,35, Björn Döschinger 47,42. First Nine Average, Niklas Lande 72,29, Björn Döschinger 47,21. Doppelquote haben wir 25,92% bei Lande. 7 von 27. Ja. Und 0 von 1 bei Björn Döschinger am Ende. Ja, bei nur einem Dart aufs Doppel, da gibt es halt auch nur zwei Möglichkeiten, wie diese Prozentzahl aussehen kann, leider. Okay, dann machen wir jetzt nochmal ganz kurz 2 Minuten Pause und dann sind wir gleich nochmal zurück mit den Interviews mit Niklas Lande und Björn Döschinger. Auf jeden Fall, bis gleich. Wichtigste Frage zu dem ganzen Spiel geht erstmal an Björn Döschinger. Ich möchte von dir gerne mal eine Schätzung hören, wie oft du geraged hast und wie oft man das im Stream hören konnte. Keine Ahnung, 5 Mal. Was, wie oft? 5 Mal. Oh, nee, ja. Ist weit vorbei. Weit gefehlt. Rechne nochmal einen Faktor 5 oben drauf, dann kommen wir so ungefähr in die Nähe. Ja. Also,
Ja, nee, nee. Ist ja völlig legitim. Okay. Ja. Okay, kommen wir zu der wichtigen Frage. Ganz kurz, ja, erstmal, falls vom Chat irgendwelche Fragen an unsere beiden Spieler sein sollen, dürft ihr die gerne in die Kommentare oder in den Chat schreiben. Die gehen wir dann auf jeden Fall weiter. Okay, jetzt. Auf jeden Fall. Genau. Erste Frage. Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie alles ein bisschen awkward. Ich frage jetzt einfach mal Björn. Ja, das war jetzt nicht das, was du dir erhofft hattest. Leider. Ja, was sagst du? Naja, am Ende fragt man sich immer, woran es gelegen hat, ne? Ja. Aber nee, ich dachte ja eigentlich, dass das, so wie ich die letzten Wochen und so gespielt habe, dass das irgendwie ein ganz passables Match sein könnte. Dass ich gewinne, da brauche ich schon verdammt gute Minuten, aber dass das so eine Katastrophe wird, hätte ich nicht gedacht. Also ich habe ja absolut gar nichts getroffen. Meine besten Scores waren, glaube ich, dreimal um die 90 und das war's. 100, genau. Eine 100 hat's denn. Und ein Dart auf Doppel, also im Ende, naja. Ich dachte auch, ich war am Anfang realistisch, wenn ich einen halbwegs guten Tag hatte, dann habe ich mit so einem 8-4 gerechnet. Und da, wo irgendjemand schon geschätzt hat, aber dass ich so schlecht spiele, habe ich nicht gedacht. Ich sehe übrigens. Also gut, ich weiß jetzt nicht, wie mein Doppel im weiteren Spielverlauf gewesen wäre. Ich habe ja eine ganz gute Doppelquote. Nur einen verpasst. Ja. Nee. Ja, keine Ahnung. Kann man jetzt sagen, vielleicht läuft es im Spiel um Platz 3 dann besser. Vielleicht geht dann, das ist ja oft so, ein Spiel 45, das andere viel besser. Aber vielleicht wird es auch noch schlechter heute. Ich kann heute für nichts mehr garantieren. Ja, naja, wollen wir es mal nicht hoffen. Wir spielen dann nur noch Spiel um Platz 3. Ich sehe gerade übrigens erst, Niklas Sander hat den 16-Data geworfen, also GG ist mal dazu, das ist ja definitiv nicht der vorletzte Deck. Vielen Dank. Frage an Lande erstmal, wie bist du denn zurechtgekommen mit Thema, wir streamen mit dem Druck und so, was hast du einen Unterschied gemerkt zur normalen Saison, weil von deinen Statistiken nachzuurteilen war nichts anders. Also ich muss tatsächlich sagen, am Anfang, vor allem am Anfang, fand ich das furchtbar schwierig reinzukommen. So gefühlt innen wie, als würde ich im Finale beim ÖDV spielen zum Beispiel. Also man war auf jeden Fall angespannter. Und ja, mit der Zeit, wie ich gemerkt habe, das läuft auch so mit den Scores. Finde ich schon am Anfang war ein bisschen problematisch. Aber dann bin ich eigentlich auch ganz gut reingekommen. Die Aufregung eher weggegangen. Ich muss sagen, ich habe einfach mal das Spiel durchgezogen und hat er geklappt. Wunderbar. Ja, das hat man auf jeden Fall gesehen. Der einzige schwache Moment von Lande war wirklich dein dritten Leg, als du dann die paar Darts auf Doppel 1 verpasst hast und sowas. Es waren den 36 Darts, ansonsten alle Legs unter 30. Wie gesagt, einen 16 Darts dabei, angefangen mit zwei 22ern. Mal 600 plus in 8 Legs, 340er. Also wie gesagt, nahezu perfekte Statistik unter den Umständen, würde ich fast sagen. Viel besser wäre nicht möglich. Besser war auch nicht nötig auf jeden Fall. Deswegen auf jeden Fall verdienter Finalist. Ja, leider. Ich möchte ganz gerne mal die Frage direkt an Niklas anschließen. Du hast jetzt in dem Halbfinale tatsächlich nicht ganz so viel Druck erfahren. Inwiefern denkst du, könnte das schwierig werden dann fürs Finale, wenn dann mehr Druck kommen sollte? Wirst du dich da irgendwie jetzt speziell drauf vorbereiten oder wirst du jetzt einfach ganz normal weiterspielen, so wie du das bisher gemacht hast? Also ich denke, fürs Finale werde ich auf jeden Fall nochmal einen drauflegen müssen. Der Druck war jetzt wirklich, grüße gehen raus an Björn, nicht so da, leider. Aber ich konnte halt mein Spiel ganz gut durchziehen. Das war ganz gut, auch auf Doppel, dann hatte ich auch mehrere Darts Zeit. Aber ich denke, wenn es dann aufs Finale zugeht, dann könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe für Doppel und ich hier dann höchstwahrscheinlich schneller treffen muss. Und könnte ich mir vorstellen, dass ich da auf jeden Fall noch mehr Druck haben werde. Aber ich werde jetzt mein Spiel einfach ganz normal weiter durchziehen, wie ich das jetzt immer gemacht habe. Und dann das Beste hoffen. Ja, das klingt auf jeden Fall gut. Also im Sinne der Spannung hoffe ich natürlich, dass du im Finale richtig Druck bekommen wirst. Von dem auch immer dann, von unseren beiden Julians. Nochmal eine kurze Frage an Björn. Wie wirst du dich jetzt resetten während des zweiten Halbfinals in Bezug auf Spiel um Platz 3? Naja, erstmal lüften. Das ist unglaublich heiß hier. Ich habe Dachgeschoss. Also, über Garage. Ich dachte nicht, dass das so schlimm wird. Also, vor der Nervosität hier beim Spiel ging es eigentlich bei mir. Ich fand es nicht so schlimm mit dem. Klar, man schaut mal aufs Handy und so links und es ist schon neugierig alles, aber ich war jetzt kaum nervös oder so. Ich habe einfach
meine Hand irgendwie hat gemacht, was er wollte. Ich habe echt schlecht gespielt. Ich habe nicht gedacht, dass es so schlecht wird. Ich habe eigentlich gedacht, ich spiele ganz passabel. Gewinnen mag jetzt dahingestellt sein, aber dass ich mich wenigstens gut schlage. Also, aber das war ja absolute Scheiße, auf Deutsch gesagt. Also ein, zwei Mal war ich wirklich kurz davor, da richtig auszuflippen und das Ding runterzureißen davon. Also keine Ahnung. Das kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Ich weiß da auf jeden Fall, wie du dich fühlst. Das war so schlecht, habe ich. Gestern war scheiße das Match. Das, wir haben immer so ein Probematch, aber die ganze Premier League habe ich eigentlich so konstant 50 gespielt, mal ein gutes mit 60, Mitte 50, aber da war eins unter 40 und das war ja absolut Katastrophe. Aber gut, Lande hat natürlich wie immer ganz, ganz gut gespielt. Und auf jeden Fall gehen da Grüße raus. Ja. Gut, Kick. Nee, keine Ahnung. Wir werden ja bestimmt in seiner Zukunft wieder gegeneinander spielen. Vielleicht läuft es ja dann irgendwann mal. Hoffe ich doch. Ja, davon gehen wir auf jeden Fall mal ganz fest aus. Und ja, wir hoffen, dass das dann, oder dass du dann im Spiel um Platz 3 deine Form wieder etwas besser findest. Ja, muss zu 0. Du willst dann zu 0 siegen, sagst du? Ja, okay. Okay, also wir hören straffe Ansagen hier im Kampfansage. Zuerst der Neuner von Schulze als Ansage beim letzten Spieltag. Jetzt der Whitewash im Spiel um Platz 3. Ja, also optimistisch sind hier auf jeden Fall alle. Und optimistisch bin ich zum Beispiel auch in Bezug auf das zweite Halbfinale gleich zwischen Julian Schulze und Julian Weber. Es ist das Duell Troublemaker gegen Gladiator, wenn auch nicht in der Reihenfolge, wie ich es eben mal gesagt habe. Never mind. Bis dahin würde ich sagen, Julian, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ob du noch irgendwelche Fragen hast. Nee. Gut. In dem Sinne, an unsere Zuschauer machen wir jetzt erstmal eine etwas längere Pause, so ungefähr 10 Minuten bis Viertelstunde. 10 bis 15 Minuten, ganz genau. Kurze Pause, dann geht's weiter. Mit kurze Vorbereitung Frage, auf Spiel 2 und mit Spiel 2 natürlich. Genau. Okay, dann in diesem Sinne, danke an danke an Lande und Döschinger für die Interviews, danke an Timon fürs Kommentieren und dann sind wir, wie gesagt, gleich danke an dich, Julian. Natürlich, gerne. Sind wir gleich wieder zurück, 10 bis 15 Minuten mit Spiel Nummer 2. Bis dahin.